Einen schönen abschließenden guten Tag hier nochmal zum JFT Live Trading TV. Wir wollen uns jetzt am Donnerstagnachmittag, am späten Nachmittag hier nochmal den Indizes zuwenden und hierbei soll heute der Nasdaq 100 im Fokus stehen, nachdem er hier, ja, nach dem gestrigen Fed-Event und der gewissen Freude sozusagen hier alles ein Stück weit verblasst. Der S&P 500 hier auch noch ein Stück unentschlossen über der Marke oder besser gesagt vielmehr jetzt im Bereich der Marke um 2100 Punkten. Wird spannend, ob wir da drüber oder darunter schließen. Diese Round Number ist doch nicht von ungefähr und sollte beachtet werden. Doch schauen wir jetzt hier mal auf den Nasdaq 100 Index, der sich hier in diesem abwärts gerichteten Bewegungsmanöver nach wie vor befindet. Wir haben hier klar strukturierte Abwärtsbewegungen, die jetzt hier rein technisch A, B, C, D. Hier läuft jetzt die Erholungsbewegung und hier in diesem Kontext würde man jetzt, sollte man jetzt hier in der 24-Stunden-Indikation eine mögliche Umkehr erwarten. Ja, rein technisch so. Wir sehen jetzt hier schon mal sehr schön, dass wir in die Fibos reingelaufen sind. 38.261.8 hat es nicht mehr ganz gelangt, wäre aber eine Punktlandung an dieser oberen Abwärtstrendlinie gewesen, sofern der Index hätte eben dieses Niveau erreichen können. Das tat er nicht, ist jetzt aber halb so schlimm, denn jetzt muss man eben sehen, welche Marken hier von entscheidender Bedeutung sind, wenn wir den Nasdaq 100 jetzt hier weiter einfangen. Gehen jetzt mal kurz hier auf die Punkte. Das wäre praktisch hier eine Idealkonstellation gewesen, wenn der Nasdaq hier nochmal rangelaufen wäre. Kann er ja alles noch tun. Ansonsten haben wir jetzt hier kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial. Also das heißt hier diese Abwärtsbewegung, der Abwärtsbewegungsimpuls hier mit diesem finalen D-Punkt oder ABC-Korrektur, wie man sieht, kann jetzt hier letztlich schon wieder erschöpft sein und es spricht rein technisch viel dafür, dass der Index unterhalb hier von 4.580 Punkten rückschlagsgefährdet bleibt. Also das mal hier als Grobannahme. Der Index hier also weiter in der Gefahr. Natürlich auch hier entweder hier Manöver Hickhack oder dann direkt runter. Kann alles passieren. Das muss man jetzt hier ein Stück weit natürlich dem Markt überlassen, aber die Tendenzen, dass wir hier weiter abwärts tendieren, sind als durchaus hoch anzusehen. Wir haben hier die vorbörsliche Indikation der 12-Uhr-Kerze und hier der Abend-20-Uhr-Kerze hier als kurzfristigen Widerstand, als kleinen Stundenwiderstandsbereich. Erst oberhalb dessen wäre es ein Stück weit positiv und das wäre hier eher das untergeordnete Szenario. Deswegen gehe ich hier vom grauen Fall oberhalb von 4.580 Punkten dennoch mal aus. Wenn der Markt hier rüber gehen sollte, dann hätten wir hier technisch gesehen oberhalb von 4.500, wenn wir ein Stück weit hochnehmen, sogar 4.585 Punkten rund, dann wäre der Index hier sicherlich in einem komfortablen Niveau, was dann hier sozusagen 4.000, nochmal zur Visualisierung habe ich mir überlegt, das macht aber mehr Sinn, wenn wir das noch hinschreiben. 4.585. Ja, da wäre das Setup positiv unterhalb dessen per Stundenschlusspreis alles letztlich dafür ausgerichtet, dazu ausgerichtet, dass hier Rücksetzer in dem Bereich 4.510 Punkten erfolgen könnten. Das wären hier die Tiefs vom 28.07.-27.07. Das ist hier eine Supportzone, die natürlich jetzt hier auch Relevanz zeigen kann. Ja, hier dieses Level. Aber das sieht schon so aus, als würden wir da direkt nochmal hinlaufen. Dem könnte sich der Index nur entgegenstellen, wenn wir hier eben über 4.585 Punkten rausziehen. Ansonsten aktuell eben die Gefahren hier in Richtung 4.510 Punkten zurückzufallen. Das mal hier die Situation auf Stundenbasis. Intraday. Gehen wir mal hier auf den Tagesschart. Da haben wir im Prinzip auch hier starkes Momentum auf der Oberseite gehabt. Hat nicht gereicht, die komplette Range abzugreifen sozusagen. Und dann Moment, um dann letztlich hier zu sehen, dass der Markt den Impuls hier oben nicht fertig gespult hat, jetzt nach unten zurückgefallen ist und sich jetzt hier versucht, und das ist natürlich ein wichtiges Level auf Tagesbasis, hier im Bereich von 4.540 Punkten zu stabilisieren. Sie sehen, das war früher dieses Horizontalniveau als Widerstandscluster und genau dieses Niveau ist praktisch das. Alles klingelt das hier wie verrückt. Und genau dieses Niveau war das Widerstandscluster, was zuletzt hier überwunden werden konnte und jetzt hier als Unterstützung dient. Das ist genau das interessante Level, wo man eben jetzt aufpassen muss, was der Markt hier im Weiteren macht, sofern es hier einen Ausbruch
beziehungsweise eine Bestätigung dieses Levels jetzt gibt. Danach sieht es aktuell aus. Die Frage ist aber eben nur, ob es dazu reicht, dass der Markt hier von jetzt tatsächlich nach oben hin abprallt. Wie wir ja gesehen haben, ist die Risiken sind durchaus da, dass der Markt hier nochmal in Richtung 4.510 Punkten zurückfällt. Und wenn er dies tun sollte, dann wäre natürlich hier die Gefahr gegeben, dass er auch weiter zurücksackt. Also hier mit Blick auf Tagesbasis sind die Risiken, dann machen wir das Bild mal ein Stück weit sauberer, noch ein Stück weit höher. Ja, das werden wir hier runtergehen, natürlich auch noch weiter zurückfallen. Ja, hier müsste sich der Index spätestens fangen, um wieder aufzudrehen, was man nicht ausschließen darf. Kann aber natürlich auch dazu führen, dass der Index noch ein Stück weiter zurücksackt und hier diese Ebene bei 4.460 Punkten ansteuert. Was hier auch noch völlig legitim im Sinne der Fibonacci-Retracements wäre. Sie sehen, hier haben wir praktisch den Bewegungsimpuls, auch hier auf Tagesbasis. Hätten wir praktisch hier einen Rücksetzer vollzogen, der eigentlich ganz legitim ist. Erst unterhalb von 61er Level 4450, hier würde es kritisch werden. Rücksetzer bis zu diesem Niveau scheinen mir aber durchaus möglich und auch durchaus attraktiv. Das könnte sich auch hier insofern dann als Fake-Manöver darstellen, denn alle, die hier auf dem Pullback spekulierten, auch mit dieser Kerze hier, jetzt der Test, die dürften hier alle stopptechnisch abgeholt werden, wenn der Markt nach unten durchgeht, um sich dann hier eventuell zu fangen. Und wenn er das tut, sich hier fangen auf diesem Niveau, dann könnte es dazu kommen, dass der Index dann hier in Anführungszeichen für den einen oder anderen Marktteilnehmer dann überraschend wieder anzieht. Aber wie gesagt, kurzfristig hier die Abwärtsrisiken auf jeden Fall auf der Südseite. Nach oben kann natürlich noch tiefer gehen, aber nach oben machen wir hier mal jetzt Pendant. Wenn wir jetzt hier über 4.585 Punkte rausziehen, dann kann das auch relativ schnell noch in Richtung Allzeithoch gehen. Doch das ist hier eher der Plan C. Ja, also sozusagen hier Plan A. Nochmal kurzfristige Rücksetzer, Plan B nochmal tiefere Rücksetzer und Plan C wäre dann hier eine deutlichere Korrektur oder das direkte Rausschießen. So mal hier zu den Rahmenbedingungen. Schauen wir ganz kurz nochmal auf die Saisonalität zum Nasdaq 100 Index Future. Die ist im August mal gar nicht so schlecht. Soll heißen, wir kommen hier in den Juli positiv rein. August vielleicht leichte Anfangsschwäche. Würde hier so ein Stück weit in das Bild der Konsolidierung passen, um dann hier auf die letzten Augusttage hin eine schöne Performance zu vollziehen. Ob es so kommt, wir werden sehen. In jedem Falle sehr interessant, der Nasdaq 100, sowohl Intraday als auch, wie gesagt, jetzt hier dargestellt auf Tagesbasis. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Feierabend und wünsche eine gute Zeit. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.